Wir können uns nicht bewegen, scheiße. Oh, wo? Alter! Oh. Am ganzen Körper. Oh, oh. Rücken, Beine. So eine Zehenspitze, halt Gänsehaut. Offensichtlich. Kommen wir darüber? Warum? Mist. Scheiße, wir kommen da nicht durch. Gucken wir mal zum grünen Licht. Tja, Mutti, haben wir dich ausgetrickst. So. Ah, der Weg zur Brücke oder der Weg über die Brücke ist geöffnet. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir hier denn zur Brücke kommen. Weil das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Ich kleines Schussel. Und ich hoffe, dass hinter der Brücke das Ende ist. Und das endlich mal aufklärt, warum wir überhaupt in dem Wald sind und was das alles bedeuten soll. Oh. Ah, ich glaube, hier geht's zur Brücke. Nächstes Mal nehme ich mir ein Fahrrad mit. Ja, richtig. Ich glaube, da war diese dunkle Waldpassage. Und ich glaube, wenn wir hier oben lang gehen, sollten wir eigentlich zur Brücke kommen. Was zum Geier war das? Boah. Da kriegst du echt das Schütteln, ey. Da ist die Brücke. Und jetzt stürzt bitte nicht ein oder sonst irgendwas. Jawohl. Wir sind drüben. Wieso war mir das so weit von klar? Gut. Müssen wir wenigstens nicht mehr zurück. Oh, das hebt die Stimmung. Ah ja, so ein Waldspaziergang ist schon was Schönes. Besonders bei strahlendem Sonnenschein. Oh,
Na, erstmal muss mir einer helfen, Lubik. Ach ja, in Häusern fühle ich mich am wohlsten. Besonders wenn sie so gut ausgeleuchtet sind. So. Oh, da liegt noch irgendwas. Ey, man sieht ja gar nichts. Was ist das denn? Pickup Mainstone. Oh. Lasst mich in Ruhe. Ich sehe nichts. Jetzt wieder raus. Okay, wir haben den Hauptstein gefunden. Da kommen wir nicht lang. Oh, ein Leuchtturm. Da gehen wir jetzt hoch, stürzen uns runter, dann ist das Spiel vorbei. So machen wir es. Oh, wir kommen nicht rein. Hm. Hallo? Gut. Dann schauen wir uns mal dieses Licht da unten noch an. Öpp. Oh, diese unsichtbaren Wände überall. Ah, ja. Hm. Da ist also noch zu. Und hier nicht. Was gibt's hier? Hm. Ah, Insert Bones. Da liegt unser Knochenkahl. Insert Stone. Ah. Oh. Insert Stone. Insert Stone. Und den letzten. So. Fertig. Das war wohl eine Seele. Oh,
War das etwa die Seele von dieser scheußlichen Mutti, die uns hier ständig verfolgt? Time to get out here. Okay. Versuche ich die ganze Zeit schon. Was zum Scheiße? Okay. Oh, nicht schon wieder. Bones. Stone. Na. Also mit dieser Wegfindung ist noch ein bisschen komisch gemacht. Das dauert eine Weile, bis ich Stein für Stein umsetzen kann. So. Gehen wir am besten hier nach da oben dann. So, jetzt schießen wir die Seele wieder zum Himmel. Tschüss. Ruhe in Frieden, kleiner Stern. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Ach, da hoch. Genau. Oh oh. Ich glaube, die Wand da kommt immer näher. Ja, scheiße. Wir kommen hier nie rein. Nein, 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 nein. Ach, das ist doch doof. Platsch. So. Und auf ein neues. Knochen. Komm, Stein. Na. Hallo? Nein. Stein. Stein. So, jetzt gucken wir mal, wenn wir von hier Richtung Haus rennen. Wir müssen, glaube ich, da drüber, wo wir vorhin nicht reingekommen sind. Ah, ich glaube hier lang. Ja. Genau, hier runter müssen wir. Bevor uns dieser komische Sturm da erwischt. Also an dem Haus vorbei. Thank you.
Schauspiel müssen wir uns nicht nochmal angucken. Gehen wir schon langsam in die Richtung. Och Mann, warum läuft er denn immer so langsam, verdammt. Los. Hier rüber. Komm. Ja, gut. Das sieht gut aus. Schlafen würde. Haben wir es geschafft? Sieht so aus. Wunderbar. Mein Bewusstsein verblasste und ich hörte eine leise, angenehme weibliche Stimme. Sie sagte, danke. Dann kam ich wieder zu Bewusstsein und wurde von den Rettungskräften in den Krankenwagen gebracht. Der Himmel war klar und die Sonne begann, noch einmal hell zu leuchten. Die Rettungskräfte waren nicht die einzigen, die hier waren. Eine Menge Polizisten waren an meinem kaputten Fahrzeug, welches noch immer am Graben lag. Es war allerdings nicht das einzige Auto. Es befanden sich dort zwei weitere, welche dem Zustand zu urteilen etwa 15 bis 20 Jahre dort lagen. Ein paar Meter entfernt lagen Leichensäcke auf dem Boden. Dann sah ich die Silhouette einer Frau, die ein weißes Kleid trug hinter ihnen. Sie lächelte mit einem halbdurchsichtigen Gesicht und sagte mit der Stimme, die ich sehr gut kannte, »Danke.« Vielen Dank fürs Spielen. Ein spezieller Dank geht an die Website crimemod.net und die folgenden Benutzer. Und damit bedanke ich mich auch bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genau wie mir. Obwohl ich am Anfang doch sehr gemischte Gefühle hatte wegen der Empfindlichkeit. Ich bin einfach ein Weichei in Sachen Horrorspiele. Aber ich werde mal schauen, dass ich vielleicht in naher Zukunft noch ein paar mehr präsentieren kann, je nachdem, wie es bei euch ankommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wie immer kommentiert und bewertet und wenn ihr noch mehr sehen wollt, natürlich abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss!